Es wird Zeit für Fitna und ich weiß da genau den richtigen für. Was? Komm einmal bitte her. Hey! Meine Güte, was ist denn hier passiert? Hort braucht Verstärkung. Es ist so geil, aber es ist auch so riskant. Ich habe so einen Plan, Mann. Wir sind so steinreich, wenn das klappt. Oh. Herr Mast, bitte fahren Sie da weg, wo Sie sind. Ich bin aber da, wo ich bin. Ich komme da nicht weg, mein Auto ist kaputt. Was? Ja, Sie haben mir das kaputt da stehen lassen. Was? Ich kann nicht losfahren. Es ist kaputt, ich kann nicht losfahren. Ja, okay, gut. Ja, ich hole Sie dann gleich ab. Ich gehe dann oben wieder in das Zimmer rein, mit der Couch. Nein, nein, bitte nicht! Mitkommen, Mast! Der ist auch klar, das kann ja gar nicht sein. Der ist auch klar. Mast! Ja, ich stand da oben. Mast, kommst mit? Der ist auch klar, das kann ja gar nicht sein. Hinten ist auch platt. Der ist auch platt. Hinten links wieder, nochmal hinten. Sind die ganzen Reifen platt? Das ist ja drin. Ja, keine Ahnung, warum. Also, irgendjemand hat sich einen Schatz erlaubt oder so. Ja, dann tut's mir leid, aber einen schönen Tag noch. Gut. Nun machen Sie's gut. Was haben Sie gemacht? Ich habe bei jedem einzelnen Auto zwei Reifen kaputt gekriegt. Bei jedem einzelnen. Die müssen jetzt für jedes Auto in ADAC rufen. Wissen Sie, was ich gemacht habe, Herr Mast? Ich habe den einen Guardian geklaut und da waren 96 Kilo Kokain drin. Auch von der 18th Street? Auch von der 18th Street? Von der 18th Street. Die wollen Rahmen schwarze Tag. Hey. Ja. Ich hab. Dann das war kein guter Tag mal, für die. Der hat dann gesagt, der will mal eine Runde in dem BMW drehen. Da habe ich gesagt, ja, dann lass uns doch mal auch mal eine Runde in deinem drehen. Naja, und dann hat er gesehen, dass jedes Auto von gestanden hat. Dann haben sie ihn noch gefragt, ob die alle kaputt sind. Ja. Und dann bin ich ihm hinterhergelaufen und hab gesagt, das kann doch nicht sein, der kann doch nicht platt sein. Ja, wir haben einfach zu zweit die gesamte Gang, die gesamte 18 Streets Hops genommen. Die geht halt abends ins Bett und betet erstmal als Vater unser. Und macht das Glaubensbekenntnis. Der für den platten Reifen, das andere für das Kokain. Die hatten keinen guten Tag, Mast. Oh, ich habe kein Bargeld. Wo ist ein Automat? Ich habe ein bisschen Geld. Extra für Sie. Danke. Fallschirm. Warten Sie kurz, ich mach kurz was. Was wird das jetzt? Was wird denn das? Herr Mast! Ich mach den leer. Und dann? Dann kaufe ich mir einen neuen. Warte mal, ich frag die mal. Ich wollte mal fragen, hat einer von euch einen Verbandskasten und eine Schussweste? Oh, nee, das tut mir leid. Da kann ich nicht mitnehmen. Sorry, leider nicht. Okay. Hat ihr Hi. Hey, Ed Sheeran. Na? Hast du mal ein Hoodie für mich? Danke dir, Ed. Wann kommen neue Songs? Herr Hort, ich grüße Sie. Herr Sentenza! Mensch! Das ist mir ja eine Freude hier jetzt mal! Dürfen sich rühren, Kamerad! Sehr gut, sehr gut. Es geht jetzt heute richtig zur Sache. Ja, das will ich mal. Ich hab mal richtig Bock, die Stadt auseinanderzunehmen, Herr Sentenza. Oh ja, da bin ich dabei. Wir müssen ganz schnell raus. Los. Machen wir. Holger ist nicht geil. Ja, dann los. So, mal alle beiseite hier, sonst hagelt's Kugel! Schreit hier so rum. Alten Sabbel da, Mann, du Früchtchen! Moin, moin. So, Sentenza, mach dich bereit. Wo ist Holgersen? So, Freunde. Moin, moin. Schluss mit lustig jetzt hier. Wo ist Holgersen? Wo ist Holgersen? Er ist da hinten, da liegt er. Das Ding ist sehr, sehr cool. Moment mal. Michaela? Ah. Michaela? Marcella, du bist es ja wieder. Hast du schon bei dem Friseur angerufen? Ja, ich war auch schon da. Ach, hallo. Wunderbar. Okay. Ich bin. Oh, wer sind Sie denn? Ariana. Oh, jo, können wir aufhören mit der Kinderscheiße, verdammte Kacke, Mann, ich will das hier überleben. Oh, Mann, jo. So, ich hab euch wen mitgebracht, und zwar den Igel Webel. Was ist denn der Igel Webel Cities? Das ist der Herr Sentenza. Ich weiß gar nicht, wer hier gerade die ganze Zeit so rumbrabbelt und so rumschreit. Auf jeden Fall du mit deiner krächzenden Stimme, du kriegst
gleich mein Scheißgewehr in den Arsch holt, damit das Stück mal leider, dass dein Gaumen juckt, mein Freund. Ja, jetzt. Seh zu, dass du Alter, dass du noch Luft bekommen hast, Alter. Krass. Ja, deine Stimme so rauskommt, ist ein geil, um ehrlich zu sein. Freunde, wo ist der Chef von uns? Der Chef? Der ist hinten. Wo ist hinten? Hier, warte. Hier ist der Chef, verdammte Scheiße, yo. Genau hier. Du bist der Chef vom Kindergarten. Da warst du schon Türsteher, mein Freund. Und mehr auch nicht. Ich möchte nur eine Ballpappgewehr und Sie können ihn wieder haben. Gar kein Problem. Ein Ballpappgewehr? Ja, richtiger Ballpappgewehr. Ah, ich verstehe, ja. Sie wollen ihn doch schnell wieder haben. Denken Sie nicht so lange nach. Geben Sie mir doch einfach eins und ich gebe Ihnen. Okay, aber ich muss erstmal den Herrn Holgersen sehen. Schatzi, kannst du einmal den Holgersen vorbringen nochmal? Michaela möchte ihn nochmal sehen. Danke. Was hüpft denn der hier an der Leiter hinter uns rum? Was ist mit dem los? Hä? Papa. Was ist denn? Was ist mit dir los, Alter? Hey, Mas. Mas, was war denn los? Ich bin ausgeruht. Ich darf dir belegen. Oh, ja, Baby, ich helf dir. Komm her. Danke. Oh, nee. Dein Fingernägel ist gebrochen. Was für einen Film bin ich denn jetzt hier gekommen? Ich hab die Hoffnung. Ja, könnt ihr mal alle die Presse halten, Mann? Was sind das für Stimmen? Ja, morgen gehen wir wieder zu, meine Güte, Digga. Oh nein! Alex, halt deine Presse! So, Mut halten, jetzt ist hier euer komischer 4-Sterne-General oder was ist da, Leutnant, was auch immer. So, jetzt bleibt doch mal stehen da, wir können gar nicht sehen, ob derjenige... Was schreist du schon wieder so? Ja, los mit dir, Alter. Schau mal hier richtig ran, lass dich mal mit Holger unterhalten. Auch alles per WhatsApp klären. So, und sie hören jetzt auf, erstmal den Generalleutnant der Bundeswehr direkt mit einer Knarre zu bedrohen. Geben Sie ihm Handschellen an, aber hier direkt die Knarre an den Kopf halten, das muss ja nicht sein. Sonst fahre ich hier ganz dick auf. Das muss sein. Und weißt du, was noch sein muss, verdammte Scheiße? Seine Forderung. Sonst ist der Typ da hinten tot. Und ich hätte gern die Nummer von dem süßen Herrn da, der ist so egotisch. Seine Stimme macht ihr führt euch auf hier wie die Backstreet Boys, meine Freunde. Ja, oh, ja, nicht so gemein. Ja, das sagen hier die Spice Girls von uns, oder was? Also, was für eine Forderung? Nur Ballpappgewehr. Nur Ballpappgewehr. Gib mir deins, Kollege. Nee, das gibt's nicht. Kannst du sofort haben. Nee. Wie, das gibt's nicht? Was? Wir haben keine Ballpappgewehre mehr da gerade. Ja, ihr habt nie das, was man braucht. Was habt ihr denn überhaupt? Ich hab die neueste Ausgabe von der Bravo. Geht das auch? Ich hab gleich die neue Ausgabe von Du liegst gleich im Grab, du Wichser, Mann. Wer hat mit dir eigentlich geredet, verdammte Scheiße? Der ist ganz schön süß, finde ich. Nicht anschreien, bitte. Ich könnte euch einen Taser anbieten. Ja, Taser will ich aufnehmen. Boah, hast du mal eine Sekunde? Ja. Also ich kenne ja nicht die Vorgeschichte hier von der ganzen Bude hier, aber wie sieht denn das eigentlich aus, wenn wir die drei jetzt einfach mal schön Kolben vor die Nase setzen und sagen, euch gegen den Leutnant? Ja, ich finde, das machen wir. Also einfach Gewehr raus, vor den Kopf halten und die als Geisel nehmen und sagen, wir tauschen euch jetzt gegen unseren Leutnant ein. Genau so sollten wir es machen. Machen Sie das mal im Funk klar, damit jeder Bescheid weiß und auf Kommando zieht jeder die Waffe und dann ist Schluss mit uns. Wollen wir das mal einfach durchziehen? Haben wir noch nie gemacht. Würde ich sagen. Einfach mal durchziehen. Gut, dann versuche ich noch mal ein bisschen zu verhandeln und wenn alle Stricke reißen, dann machen wir das mit den Gewehren. Also Jungs, Ballpappgewehr ist aus. Die ganzen Karabinergewehre, alles ist auch aus. Was ich euch anbieten kann. Ja, was ist nicht aus, verdammte Scheiße? Ihr habt nicht mehr einen Center-Shock, ihr Wichser. Was habt ihr überhaupt? Wir haben einen Taser und wir hätten eine Gefechtspistole. Ich nehme den Taser und die Gefechtspistole. Dann machen wir das so. Wir geben euch den Taser. Wenn ich den Taser euch gegeben habe, dann müsst ihr aber Holgersen erstmal hier heranholen und ihn erstmal aufhören, die Knarre an den Kopf zu halten. Schauen Sie mal. Legen Sie den Taser und die Gefechtspistole da auf den Boden, ja? Ja. Sobald ich sehe, dass es da auf dem Boden liegt, bringe ich Ihnen erstmal den Herrn Holgersen. Okay, das mache ich mit dem Taser. Die Gefechtspistole gibt es später. Aber ein Taser für jeden, ne? Beide gleichzeitig. Nein, ein Taser. Beide liegen da. Ein Taser? Nein, ein Taser. Beide. Taser für jeden. Ah, ich weiß nicht. Was ist das für ein Geil? Sie kriegen von mir noch einen Taser, wenn dieser Clown da ohne Shirt hier mal so schön hier Singing in the Rain macht. Das Einzige, was ich von ihm bekomme, ist, er hört Sturz, du Wichser. Wichser? Um Gottes Willen, der singt ja doch. It's raining man! Halleluja! Ja, weil die RTBS, it's raining, man, jetzt haben alle drei gesungen. Jetzt okay, ich pack den Taser jetzt rüber, ja? Ich muss euch enttäuschen, Jungs. Was sie sagen? Ich krieg's nicht hin. Ich kann's einfach nicht ablegen. Du bist einfach zu dumm, Mann. Ich muss es dir so direkt geben. Warte mal, ich muss kurz gucken, ob der funktioniert. Ja. Hort an Mast?
Wie sieht's aus? Man hört, ich habe Sichtkontakt zu Mann auf dem Dach. Und sehen Sie Holgersen? Ich sehe Holgersen. Könntest du rein theoretisch den Geiselnehmer ausschalten? Der läuft die ganze Zeit rum, dass ich halt auf den richtigen Moment warte. Gibt ihr uns jetzt eine Waffe oder nicht? Sonst wichsen wir den Wichser da hinten jetzt um. Ist mir scheißegal, ob das ein Generalleutnant ist oder nicht. Die Waffe ist auf dem Weg. Nein, ja, die ist nicht auf dem Weg. In 3 Minuten ist die da, du Wichser. Okay. Ja, 3 Minuten. Ansonsten ist der Leutnant tot. Ich könnte ihn theoretisch ausschalten. Ja, die kommen gerade zu dritt zurück. Ich könnte den am Dach aushalten. Okay, wollen wir vorrücken? Würde ich sagen, oder? Das ist Ihre Entscheidung. Mit den Fahrzeugen. Sag, da kannst du uns hören. Die flüchten, wo gehen die hin? Dann lassen die uns in die Autos und die verfolgen. Ich bin damit gerade weg. Ich bin auf dem Boot gesprungen. Ja, dann los. Soll ich ihn aushalten? Ja oder nein? Nein, lass die fahren. Alles gut. Lass die verfolgen. Wir haben vollen Speed. Unten im Wasser. Drehen. Geradeaus jetzt. Ja. Und dann links diesen kleinen Fluss entlang. Ja, genau. Hier sind die lang. Ich hatte Sichtkontakt. Ich sehe sie noch nicht. Ich sehe sie. Hort hat die Verfolgung aufgenommen. Stehen bleiben! Wer war die genauere Koordinate? Koordinate Pazifik. Pier. Strand bei... Santa Monica. Port an Mast und Sentenza. Mast hört, Sentenza, geht's Ihnen gut? Geht's den beiden gut? Ja, alles gut. Kommen Sie einmal bitte zum Strand. So, Marschschritt, einmal mit Mast zusammen. Noch, wir holen uns noch mal einen Heli. Aktuellen Standort bitte. Also anscheinend ist alles hier. Irgendwie. Geht ja wohl nicht weit weg gefunden. Wo kommt die Katze her? Wer hat dir die Katze mit in den Heli genommen? Ist hier eine Katze im Heli? Sie braucht Whiskas. Whiskas ist lecker. Whiskas. Meinst du, die sind hier auf der Yacht? Sind die unter uns? Da ist ein Boot, da ist auf jeden Fall ein Boot. Tiefflug, Rüdiger. Ja, das geht nicht gut aus. Sind die hier auf der Yacht vielleicht? Es kann ja auch sein, dass die schon wieder raus sind, ne? Oh. Wenn wir an der Dienststelle sind, befreien wir erstmal die Katze dahin. Ja! Oder wir stellen dir einfach mal Futter in den Heli rein. Vielleicht ist dann Ruhe. Gib der Katze doch jetzt mal Whiskas. Oder der Katze auch einen Fallschirm umschnallen und dann... Denn das nicht. Also. Und dann ist vielleicht Ruhe. Fürs Zahnfleisch. Oh, Ragnar, was ist denn passiert? Moin. Na, was ist denn passiert? Haben Sie das verloren? Darf ich jetzt in Ruhe einen rauchen? Ja. Geißel, danke. Warte, ich rauche mit einer. Und um die Frage zu beantworten, mein Barett ist irgendwo auf diesem Scheißboot. Sentenza, machst du wohl mal auf Streife? Was ist hier los? Ein Unfall. Ein kleiner Unfall, Oh. Ja, und warum stehen Sie denn noch mit dem Fahrzeug hier auf der Straße? Ja, das ist es, Mann. Der weiß nicht, Schultern. Ja, warum steht das Fahrzeug hier noch auf der Straße? Ja, weil der Unfall frisch war, Mann. Ich stehe hier schon in der Stunde an der Kreuzung und sehe das Auto hier schon, Alter. Was reden Sie? Fahren Sie mal rechts ran, ich will mal der Sache nachgehen. So, können Sie mir mal sagen, was hier vorgefallen ist? Ich bin rechts um die Ecke gefahren und dann hat der andere Herr mich touchiert. Was haben Sie denn bitte für einen Akzent? Kommen Sie aus der Schweiz? Ja. Wo aus der Schweiz? Warum tippen Sie so? Haben Sie irgendwas genommen? Aus Basel, ich verstehe. Ich hatte gerade einen Autounfall, wurde mehrfach durch die Luft geschleudert. Ein Moment, ich habe kurz Telefon. Ein paar Meter geflogen. Ich war da mit drin. Ja. Ich dachte, der Hort. Ist ein bisschen stabil. Ah, Jaffa. Ja, gut, jetzt. Ja, ich stehe hier gerade. Sag, Chris, ist fertig. Was ist los? Mit wem? Ich. Moin. Tessa. Wer ist denn Tessa? Rainer voller mein Name. Wie? Ja, Tessa. Rainer voller. Welche Tessa? Und du? Tessa, die mit roten Haaren. Oh ja, rote Haare ist gut. Es steht jetzt gerade hier so einsam im Regen. Und ich kann dir jetzt auch nicht helfen und wir müssen zu ihr Auto. Ja, ich helfe ihr, ich helfe der Tessa. Sie aus der Schweiz, wie ist denn ihr Name überhaupt? Bob Huchichaschli. Was? Ach, Huchichaschli. Ja, genau. Wie heißen Sie nochmal? Bob Huchichaschli. Personalausweis, herkommt. Was bedeutet das denn übersetzt, bitte? Küchenschrank, weil ich so breit gebaut bin. Kuchenkastli heißt Küchenschrank. Wie ist der Unfall passiert? Also ich bin hier um die Kurve gefahren, dann ist der Herr da rechts parkiert, ist losgefahren, hat uns nur leicht getroffen. Lassen Sie mich das einmal kurz aufschreiben. Leicht getroffen. Und der Smart hat sich 4-mal überschlagen. Der Smart? Ja, der Grüne hier. Haben Sie den ADAC schon gerufen? Ich bin eigentlich selber beim ADAC, aber auch bei Feierabend. Ach, Sie sind selber beim ADAC? Ja.
Ich verstehe. Sind Sie da zufrieden beim ADAC? Ist voll entspannt, wir machen immer Party. Das hört sich sehr gut an. Haben Sie das untereinander geklärt? Oder haben Sie die Polizei gerufen? Ja, kein Problem. Oder und? Er bezahlt die Rechnung, das ist diese. Okay, sehr gut. Bitte was? Dann Herrn Küchenschrank wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Und viel, viel Erfolg in der Zukunft bei dem ADAC. Vielen Dank, Ihnen auch noch einen schönen Tag. Oh, Holle! Ganz an hier. Das nächste Mal, wenn du dein Auto da abstellst, machst du auch einen Warnblinker an. Sonst rappelt's! Das kann ich gar nicht sehen, ey, mein Freund. Hast du verstanden? Mein Gott, Alter, und führ dich nicht auf wie Don Röschen, Alter. Sonst knallt's hier gleich, Alter. Oh, mein Freundchen, bleibst du mal hier. Tanz an hier. Ed Sheeran. Oh, oh, oh. Den hatten wir schon mal. Der wollte mich anzeigen, Sentenza, vorhin. So, da haben wir dich. Na, wolltest du mich anzeigen, hä? Wolltest du mich anzeigen, ne? Wie geht's hier? Ja, berechtigt. Aha, berechtigt, ja? Mhm. Wie du auf der Straße rumturnst. Wenn ich dich noch einmal auf der Straße rumlaufen sehe, ne? Dann, genau. Dann gibt's richtig Konsequenzen. Wieder einen einboxen, ne? Nein, das nicht. Dann hau ich dir einen. Sondern dann gibt's einfach keinen Box, sondern einfach eine Rückhand. Ja, es kommt dann wieder zur Anzeige. Ja, wenn's zur Anzeige kommt, da habe ich noch wen für dich. Wen denn? Ja, hier, den Igel Webel. Dann lass ich mal einen cholerischen Igel auf dich los. Ja, ja, wenn das legal ist, dann... Das ist legal. Das glaube ich nicht. Das ist legaler als legal, mein Freund, Alter. Und ich weiß gar nicht, wo du gerade ausgebrochen bist, Mann, Alter. Hiya! Hä? Aus der Werkstatt vom Weihnachtsmann mit deinen komischen Schlappen da unten, oder was? Das ist Junge. Drip. Das ist Drip. Ja, ich geb dir, soll ich dir mal gleich Drip geben, mein Freund, Alter? Hä? Dann machst du hier einen 360er, mein Freund, Alter. Junge, und wenn du mir noch einmal auf der falschen Fahrbahn hier mit dem Rad da vorbeikommst, Alter, dann hau ich dir so eine hinter die Binse, mein Freund. Siehst du nicht nur Sterne? Mhm. Ja. Gut, ja. Mein Freund, Alter. Da kannst du schon mal gleich die Holy Bibel unterm Bett auspacken, Alter. Ist notiert, ja? Ist notiert. Und dich reinlesen da, mein Freund, was du falsch gemacht hast. Junge. Ich schreibe mir das auf. Ja, schreib dir das mal auf, Alter. Wir werden sehen, wie wir weiterfahren. Aber ganz groß auf dem A3-Blatt, mein Freund, Alter. Geh zu jetzt! Wieso? Du hast gerade ein Gespräch mit Ihrem Kollegen, nicht mit Ihnen. Das ist vorbei, dieses Gespräch. Es wird wenn Zeit. Wenn du gleich nicht den Spencer spüren willst, ja? Und den Hilda hinterher. Dann machst du dich jetzt aufs Rad. Hey, was macht ihr Kollege da? Der beschädigt mein Fahrzeug. Hey, Mats, komm rein jetzt hier! Du Dreckskerl, du! Hort? Hier ist Tessa Grant. Hallo, Tessa. Schaffer meinte, wir bräuchten ein Taxi. Ja? Hatten Sie vielleicht gerade Zeit? Wir stehen hier im Regen und es wird langsam echt kalt. Ja, schick mir deinen Stadtort. Ja, der hat mich eine Besoffene angerufen. Und jetzt? Ja, weiß ich nicht, was sie will. Was soll ich denn da machen jetzt? Ich glaube, sie will sich in deine Familie einnisten. Ich glaube auch. Passen Sie auf sie auf. Das geht schneller mit dem Unterhalt, als du gucken kannst. Und auf einmal hast du 12 Kinder. Ja. Da ändert sich viel im Leben. Dein Name, deine Adresse, deine Staatsgehörigkeit. Sie sind unsere Rettung. Sie kommen einfach zu dritt, oder was? Oh, ja, Scheiße. Ganz genau. Oh mein Gott. Ja, Tessa fährt nicht mit dreimal. Jeff, einmal aussteigen. Die Dame darf einmal einsteigen. Wow. Jeff. Ist das jetzt endlich so? Tschüss, Jungs. Alter Mann. So, wo willst du denn hin? Ich bin überfordert. Womit denn? Würfelpack. Ja, dann hier raus. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Den Jeff hol ich auch noch ab. Der Rick kann sich ficken. Hey, Rick. Hey. Rick. Ja. Rick. Ja. Ich hol dich gleich ab. Wir holen ihn nicht ab, oder? Nein. Wow, was macht ihr denn? Ich setze dich hier ab, Jaffa, ja? Jaffa hat mich gefreut. Ich hoffe, es geht dir gut. Ey, Mars, hoffentlich geht's dir gut. Schön, dich mal wieder gehört zu haben, mein Schatz. Mach's gut, Jaffa. Ja, was ist denn? Ja, was ist denn? Ja, was ist denn? Es regnet. Alles hey, gut. Vorsichtig. Ich mach nur kurz einen Dom Toretto da vorne. Nein. Mein Leben ist mir wert. Danke Ihnen. Sehr gerne, Rick. Und bau keine Scheiße. Na, ich baue doch nie Scheiße. Bis morgen 18 Uhr zum Abendbrot essen. Was sollen wir jetzt treffen? Was? Morgen bin ich nicht da. Morgen bin ich auf einer Hochzeit. Ja, ich weiß. Okay. Machen Sie es gut. Ah, was haben wir denn da? Immer noch dieselben. Oh, mal runter von der Straße, ist gefährlich. Sonst lasse ich hier einen Igel los. Ja, wo ist er? Also ich würde sagen, den Igel würde ich herausfordern. Wo sind Sie gerade? Mein Freund! Dienststelle? Oh, ich hab mich verraten, so. Wer will hier was herausfordern? Der bekommt es mit Igel und mir zu tun. Wie schnell der Taser da kam, das war der Wahnsinn. Der zeigt Mittelfinger, das ist der Arschloch. Fahren Sie mal zurück, das habe ich zurück. Gesehen. Das gibt jetzt einen richtigen Schluss. So, jetzt ist Schluss. Wer denn? Ey! Aua, oh, ey! Ich musste sie schützen. Nee, nicht hauen! Ey! Und der hinter Ihnen hat
hat eine Waffe gezogen. Ich wollte sie schützen damit. Was? Ja, ich wollte sie schützen damit. Moin, was ist hier los? Mann! Dispatch, kann ich nicht. Sind Sie okay? Sekunde, ich will aber nicht. Was machen Sie denn da? Sie wurde gerade verbrannt. Oha. Oha. Straßenseite kein Parkplatz. Bitte einmal wegfahren. Danke. Wir können doch niemanden hier verbrennen lassen. Doch, das ist in Ordnung. Wir haben doch schon alles kontaktiert. Fahren Sie jetzt weiter. Generalleutnant auch noch. Meine. So, den zieh ich raus jetzt. Jetzt ist Schluss. Rechts ran! Wenn du nochmal so einen dummen Spruch ablässt, dann war's das mit dem Führerschein. Haben wir uns verstanden? Ich meinte nicht Sie, Ruhe. Sondern den anderen. Ich meinte den anderen. Ich glaube, der heißt Holgersen, oder nicht? Lass dich nicht einschüchtern, Rick. Rick, lass es. Das war... Aua. Sie haben eine Frau abgeschossen. Das war nicht mein... Sie stehen eigentlich da für die Bürger. Und ja. So, Sie haben jetzt mal Sendepause da. Reden. Ich möchte mich dafür entschuldigen, das war nicht meine bezweckte Absicht. Ich wollte mit dem... Aber wie ist das passiert? Hören Sie mir zu. Ich hatte... Du hältst das Maul, habe ich gesagt! Ich hatte... Der Herr Sentenza war da in Gefahr, in meinen Augen. Und ich dachte, ich habe den... Ich hab ihn doch, jetzt ist Schluss. Wenn das ist sehen. Ich dachte, ich wenn hab den Taser. Wenn ihr einer reden hält, der Rest die Schnauze, verdammte Scheiße! Ich dachte, ich hab den Taser. Du hast so Sendepause, Junge. Ja, sonst gibt's mal gleich ein ganz saftiges Bußgeld. Ja, aber Sie müssen mich auch verstehen, bitte. Sollten Sie da drinnen jetzt! Wer schreit, hat nicht recht. Boah, jetzt reicht's. Ich muss mal kurz mit dem wohin fahren. Jetzt ist Schluss. Ich komm mit. Ich guck mir das an. Ich kümmere mich um die Frage. Nimm den jetzt mal richtig ran. So, erstmal die erste Sache, ja? Wenn Sie versuchen hier, irgendwelche Bürger des Staates Dortmund in irgendeiner Art und Weise in Verlegenheit zu bringen, ja? Indem sie fordern, dass man hier irgendwelche Gesetze oder sonstige Regeln des Staates Dortmunds hier aus dem FF nur für sie höchstpersönlich hier aus dem Arsch zaubern soll, dann sind sie mal ganz schnell ganz klein, mein Freund. Haben wir uns da verstanden, okay? Ja, natürlich. Ich habe gesagt, haben wir uns verstanden, mein Freund? Ja, natürlich haben wir uns verstanden. Und wenn Sie versuchen, mir nachzumachen oder mich nachzuäffen, dann gibt das gleich nochmal die doppelte Portion. Und Ihr Verhalten war absolut unzulässig. Was habe ich denn getan? Das habe ich Ihnen doch eben gerade gesagt, was Sie getan haben. Mit was für einer Begründung, bitte? Sag mal, sind Sie wirklich so doof oder noch döver, als ich gerade denke? Ich habe Ihnen doch gerade gesagt, was Phase gewesen ist. Wow. Oder nicht? Schwierig. Schwierig? Ich habe gesagt, Sie wollten hier Leute in Verlegenheit bringen. Ja, aber dann... Nicht ja, aber dann oder sonst was. Das ist unzulässiges so, Verhalten mit dir. Alten Sabbel, wenn ich mit dir rede. Und ja, sonst stopfe ich dir gleich ganz doll das Maul, mein Freund. Ich habe dir gesagt, du sollst die Fresse halten, mein Freund, Alter. Sonst rappel ich sie richtig. Das hat schon gerappelt. Ja? Und gleich klingelt sie richtig, Alter. Dann kannst du nicht nur Schäfchen zählen gehen. Und wenn du nicht willst, dass ich dir einen Platzverweis hier ausstelle vom Würfelpark, dann drehst du dich jetzt um, nimmst deine Beine in der Hand und siehst zu, dass du jetzt erstmal für 10 Minuten hier wegkommst. Darf ich mich denn äußern? Nein, Sie dürfen sich jetzt überhaupt gar nicht mehr äußern. Sie haben schon genug Schandtaten hier angerichtet. Ja? Was für Schandtaten? Dass Sie die ganze Zeit dazwischen gequatscht haben, während eine Frau auf dem Boden liegt, ja? Ja, und warum liegt diese Frau am Boden? Das wurde doch gerade geklärt da. Wir haben da einen General. Halt die Fresse, mein Freund! Kein Mensch hat diese Frau umgeschossen. Das war Ihr Kollege von der Bundeswehr. Du, mein Freund, wenn du jetzt nicht einen Sabbel hältst, dann kannst du wirklich Schäfchen zählen gehen. Haben wir uns verstanden? Und jetzt gehst du. Wohnst du mir im Ich habe gerade gesagt, wenn Worte nicht mehr helfen, dann kommt der Taser. Und wenn der Taser auch nicht mehr hilft, dann wenden wir andere Maßnahmen an. Und ich bitte Sie jetzt das dritte Mal. Sie haben jetzt Platzverweis. Und Sie gehen jetzt hier vom Würfelpark weg und gehen Sie dieser Aufforderung nicht nach, dass sich Kugeln hageln. Das ist die letzte Warnung. Es ist die letzte Warnung. Hören Sie auf mit der Waffe, ich gehe. Ampel, Sentenza. Ampel. Da gibt's keine Ampel mehr, Mast. Wir müssen hart durchgreifen in unserem Gesetz. Ich würde mal sagen, Herr Sentenza, ich fand's gut, dass Sie heute ein bisschen ruhiger agiert haben als sonst. Ja, das war doch ganz human, oder? Das war völlig human. Na, wen haben wir denn da? Oh, der ist bei Rot rüber. Den ziehen wir raus. Wollen Sie denn? So, Freunde der Sonne, ihr braucht hier gar nicht landen. Gleich wieder hochziehen, die Karre so. Hier. Komm, seht zu. Zieh hoch den Lumpen. An, ganz hoch und an. Weiter.
Ansonsten ein paar Kugeln hinten in den Rotor rein und dann segelst du ab hier. Seh zu, dass du jetzt hochkommst. Auf Reiseflughöhe und Abmarsch. Darf ich fragen, was du in der Tasche drin hast? Wieder hier. Meine Sommerklamotten. Deine was? Sommerklamotten. Ja, dann kann ich sie ja durchsuchen, genau, oder? Nein, das ist ein bisschen peinlich. Genau. Verdächtig. Hast du das Geschirr von deiner Oma geklaut, das teure Porzellanding, und willst es verkaufen, ja, für Geld? Bisschen. Um die Drogen zu finanzieren? Denk mal drüber nach, Junge. Mach einen vernünftigen Job. Geh zur Müllabfuhr oder so. Ich war da schon dreimal. Ja, wieso bist du jetzt da weg? Klaust deiner Oma Porzellan? Ja, mundtot, mundtot. Hast keine Argumente mehr. Du hast was Vernünftiges im Leben. Du hast was Vernünftiges im Leben, Mann. Sentenzer, ich weiß, warum der rausgeflogen ist. Während der die Müllsäcke einsammelt, macht er so Gartenrallye. Hier in andere Gärten und die Schlüppers klauen, Alter. So einer ist das. Das ist doch, das so darf man doch. Ja. Komm, seh zu, dass du einsteigst und Land gewinnst. Ja. Aufhören jetzt! Aufhören, ich war der Letzte. No, aufhören! No, no. Ja, perfekt. Perfekt, genau so richtig gemacht. Ah, du Vollidiot, verdammte Scheiße. So, herkommen, Pony. Was hab ich gemacht? Psst, ach du Scheiße, er nimmt es weg. Was hab ich gemacht? Dich nehme ich jetzt erstmal fest. Warum? Für was denn? Ja, weil du einen Bundeswehrsoldaten geschlagen hast. Ja, rein da mit dem Einhorn. Sehr gut, Mann, sehr gut. Ich geh mit auf Streife. Das gibt's ja gerade, was hier los ist. Ach. Seppe, raus. Was? Ab ins Auto mit euch und los weiter. Ansonsten lasse ich hier was regnen, das wird keinen gefallen. Nein, nein, Mas, bitte. Mas, bitte nicht. Mas, bitte. Es tut ihm doch leid. So, Mast, jetzt steh endlich auf. Ich hab uns den Arsch gerettet. Die wollten uns ja eigentlich hops nehmen. Mast, tut mir leid. Mast, steh jetzt bitte auf. Mast. Wir müssen weg hier, Mann. Hier, Mast. Da kommen die schon wieder. Die wollen uns hier hops nehmen, Mann, Alter. Wer denn? Wo denn? Was denn? Na, die Platz da. Eben, haben sie eben gerade schon probiert. Aber ich hab mich bewusstlos gestellt. Für wer? Ich hab schon zu zweit an, Hände hoch. Die mit dem schwarzen Mercedes hier. Wirklich? Ja, wirklich. Ich hab schon beide Waffen und da kommen sie wieder. Gewehr raus. So, meine Freunde, weiter geht's hier. Los! Hort braucht einmal Verstärkung an unserer Position. Ah.